Welcher Typ seid ihr im Urlaub? Das würde mich mal interessieren. Wir sind gerade in unserem zweiten Urlaub mit unserem Kleinen. Und mich würde mal interessieren, wie andere Eltern das machen. Habt ihr so einen Schwimmring? Wir hatten tatsächlich dieses Mal das erste Mal so einen mitgenommen. Und ich fand es recht cool, weil er da sehr entspannt drin sitzen kann und ich kann ihn damit ja durch das Wasser transportieren. Oder habt ihr eine Babywassertrage? Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Gerade wenn die Babys noch kleiner sind, finde ich das einfach super angenehm, sie nah am Körper zu haben und ja, damit durchs Wasser gehen zu können. Natürlich muss man vorsichtig sein, auch dass man nicht stolpert oder so, aber wenn man zu zweit ist, ist das auf jeden Fall machbar. Und ich finde eine schöne Möglichkeit, die Kleinen dicht an sich zu haben. Oder benutzt ihr einfach gar nichts und geht so mit den Kleinen ins Wasser. Auch das finde ich richtig toll, muss ich sagen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich am liebsten mag, aber ja, ich finde eine Mischung aus allen drei Sachen echt richtig cool. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das im Urlaub mit dem Kleinen macht.